Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ori and the Blind Forest hier auf Gerste LP. In der vergangenen Folge haben wir das Intro gespielt und haben die Fähigkeit des Wandsprungs erlangt. Und den wollen wir dann doch heute mal exzessiv nutzen. Und wir können jetzt hier in Gebiete, in denen wir vorher noch nicht waren. Dadurch, dass wir uns jetzt so abstoßen können von der Wand. Sehr abstoßen, das Ganze. Und wollen mal schauen, wie es weitergeht hier. So. Gegner werden nach wie vor schön weggeblitzt, Dingst. Den werden wir einfach mal mitnehmen. Oh, da erwartet uns schon ein Jumpy. Jumpy McJumpenstein. So, dann wollen wir das Steinchen hier mal durch die... Oh, das rutscht wieder runter. Dann wollen wir das Steinchen hier mal durch die Gegend manövrieren. Schaffe ich das? Jawohl. Aber hier warte ich kurz. So, und den zweiten Chorstein, oder wie auch immer die Dinger hießen. Du hast ein Kartensteinfragment gefunden. Bringe es zu einem Kartenstein, um einen neuen Bereich der Karte freizuschalten. Dann wollen wir das doch mal machen. Der war hier rechts, glaube ich. Ja, genau, hier rechts war der. Dann werden wir doch mal machen, wie uns das Spiel befiehlt. Wer sind wir denn, dass wir das Spiel nicht beachten? So. Sehr schön, und da erschließt sich uns jetzt der Rest dieser Waldsenke. Und ja, dann mal schauen. Wir müssen hier oben zu dem... Ist das der Baum? Ja, das ist der Geisterbaum. Zu dem Geisterbaum müssen wir hin. Dazu müssen wir jetzt hier oben links... Und durch dieses Geistertor. Und was ihr nicht wisst, das ist jetzt schon die dritte Aufnahme, beziehungsweise die zweite Aufnahme, weil ich schon dreimal gestorben bin. Ich werde jetzt hier einen Speicherpunkt errichten, weil ich das gerne mal vergesse. Ja. Und hier eine etwas kniffligere Stelle kommt. Wir müssen uns jetzt hier an diesen Energiestrahlen vorbei boxieren. Na, was heißt knifflig? Das ist auch einfache Jump-Run-Kosten, nennen wir es mal so. Und zack. Oh. Dann eben von hier. Oh! Und ein Geheimtor? Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Ah, wir brauchen 4 Energiezellen. Das sind die unten links neben dem Kreis. Aber haben derzeit nur 2. Das heißt, da müssen wir später nochmal zurückkommen. Das gute alte Backtracking. Nein, hier links geht's weiter. Über den Vorsprung. Müssen wir abwarten, bis die Pflanze ja einen abgefeuert hat und dann... Oh, aua, wie sollen wir das denn machen? Ah, sehr schön.
Oh, da ist auch noch ein Kartenstein. Kartensteinfragment. Und wie heißen die denn? Torfragmente? Was auch immer. Ich vergesse es immer wieder. Ah, nicht gut. Geistertor. So. Und damit haben wir das nächste Geistertor geöffnet, Freunde. Ori, der Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie, meine Güte. Es war unser Licht, das sie hasste. Ich rief nach Ori, doch mein Kind kam nicht. Stahl sein. Es war das Ende unserer Tage. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und bat Nibel in Sicherheit. Das Element des Wassers hoch oben auf dem Ginso-Baum. Das Element des Windes tief in den Elendsruinen. Das Element der Wärme unter der Flamme des Horu-Bergs. Um Nibel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenhöhle auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Neues Ziel, finde den Ginso-Baum. Na, dann machen wir uns doch mal direkt auf die Suche nach dem Ginso-Baum. So, wo ist der? Hier rechts. Muss mal etwas rauszoomen. Okay, das scheint alles miteinander verbunden zu sein. Jetzt in Hohlhain. Genau. Dann wird's rechts weitergehen, Richtung Ginso-Baum. Und da wollen wir doch dann mal hin. Haben wir jetzt gespeichert? Jetzt haben wir gespeichert. Sehr schön, und weiter geht's. Sei vorsichtig, Ori, der Boden ist instabil. Das ist doch mal ein Zeichen. Da sollen wir bestimmt entweder aus großer Höhe runterfallen oder wir lernen noch so eine Art. So eine Art. Meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Heieiei. So eine Art Stampfattacke, vermute ich mal. Oh, können wir jetzt. Ah, okay, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Ach, hi. Ah.
Ah, so tief wollte ich gar nicht hinunter. Ich wollte doch erst mal gucken, was da oben ist. Muss ich da noch hoch? Nein. Hemd. Das müssen wir ein anderes Mal finden. Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Du hast die Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du X zum Aufladen gedrückt halten und dann X loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Ah. So ein Charge Beam quasi aus Metroid. Und der wird jetzt dafür da sein, diese Wände zu zerstören. Genau. Und wenn ihr euch erinnert, irgendwo hier unten hatten wir auch noch so eine Wand. Bin mir nicht mehr genau sicher, wo. Irgendwo hier. Der Bereich. Ja. Aber jetzt kommen wir auch da hoch, wo wir eben nicht eingesammelt haben, was wir einsammeln wollten. Oh. Achso, aber tief. Was ist das denn hier? Das mit einem... Ach so, das funktioniert wahrscheinlich auch nur, wenn wir unten diese blauen Kugeln voll haben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal auf die Suche nach ein wenig Energie gehen. Du hast ein großes Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deinem... Ah, okay. Gut, jetzt haben wir... Wenn man einen Fähigkeitenpunkt bekommt, dann füllt sich das automatisch wieder auf. Jetzt können wir hier oben probieren. Das Teil... Jawohl. Und es klappt. Und da oben ist auch noch was. Ah, hier den. Den Hüpfer machen. Ah. Wo war das jetzt noch? Das war hier, glaube ich. Kommen wir da auch weiter. Wir werden jetzt erstmal unten schauen. Denn da gibt es bestimmt auch noch etwas zu entdecken, weil wir da dieses eine bröckelige Wand noch hatten. Und zwar die. Oh, jetzt sind wir hier wieder am... Freunde, wir sind hier wieder am Anfang. Ach so... Aha, das ist diese Wand gewesen, an der wir vorhin nicht vorbeikamen. Hier, genau. Sehr schön. Gut, dann können wir uns jetzt ruhigen Gewissens hier nach oben aufmachen. Was hier? Genau, hier waren diese Hängebalken. Oh. Was, jetzt bewegen sich die Stacheldinger? Ist ja wohl nicht. Ja, das habe ich viel zu spät gesehen. Das ist noch so ein Teil. Oh, mein Gott. So, jetzt aber. Achso, wir haben ja auch einen Fertigkeitspunkt. Den sollten wir vielleicht mal einsetzen. Tja, was wollen wir machen? Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Bisschen mehr Angriff. Oder wollen wir mal gucken, was hier noch... Nein, ich würde sagen, erstmal auf Nummer sicher gehen, eingesammelte Vitalität verdoppeln, das kann nicht schaden. Oh nein, 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 ah, sagte ich und hatte mit Massen an Gegnern zu tun. Oh. Hui. Genau für so einen Fall ist das dieser Charge Beam, also
Eieiei. Bist du denn für ein Kokon? Den müssen wir doch bestimmt von da oben lösen. Doch, hier kommen wir hoch. Oh. Tschüss. Einfach immer noch nicht mehr. Können wir an dem hochklettern? Ja, können wir tatsächlich. Hier kommen wir noch nicht hoch. Ich hätte jetzt gedacht, wartet kurz. So, jetzt haben wir hier einen neuen Weg freigeschaltet. Jetzt können wir hier nach unten. Aber will ich das wirklich schon? Oder will ich erstmal gucken, was da oben los ist? Ich komme da oben ja gar nicht mehr hin. Oh nein. Ich bin auch dämlich. Ja, hier komme ich noch nicht hin. Oh. Das... Au. Okay, jetzt kann ich alles besser machen anscheinend. Manchmal ist so ein... Au. Zu so ein... Bildschirmtod nicht manchmal gut ist. Oder ist der... Nein, der hängt noch. Sehr schön. Dann wollen wir auch jetzt erstmal schauen, was da oben noch so schönes ist. Und zwar hüpf hinter dieser Wand. Eine Lebenszelle. Na, das hat sich doch mal gelohnt, dass wir da gestorben sind. Wer hätte das gedacht? Und jetzt können wir... Ah, ja, wenn ich denn gedrückt hätte. Ach, ich habe keine... Okay, ich muss erstmal wieder hier meine Energie zurückbekommen, damit ich den lösen kann. Aber wie mache ich das jetzt am blödesten? Suchen wir uns jetzt erstmal ein paar Gegner. Ach ne, hier. So, und jetzt haben wir genug Energie zur Verfügung, um den Kokon da oben zu lösen. So, aufladen und loslassen. Diesmal landen wir auch auf dem Kokon. Eieiei. Oh, Freunde. So, einmal kurz zwischenspeichern. Ist, glaube ich, nicht so ganz verkehrt. Wimmelt aber auch nur so von vor Spinnen hier. Also wer Angst vor Spinnen hat, der ist, glaube ich, hier in diesem LP komplett falsch. So, was ist das hier? Hier kommen wir nicht durch.
Machen wir jetzt. Au. Was bringt uns das hier? Was bist du denn für... Oh, was bist du denn für ein Kollege hier? Froschi McQuarkenstein. Ah, hier haben wir wieder so ein... Zack. Hier kommen wir noch nicht hoch. Jetzt werden wir erstmal... Ah, ja, ja, ja. So. Dann müssen wir darüber das Kartensteinfragment holen. So, das... Das hätten wir. Ist hier noch was? Nein. Hier durch? Nein, auch nicht wahrscheinlich. Nein. Oh, ha! Eieiei, eieiei, Freunde. Ah, uiuiuiui. So, wo war das jetzt? Hier war es. So, und damit haben wir die nächste Karte freigeschaltet, den Hohlhain. So, es wird doch schon mal langsam unübersichtlich, würde ich fast sagen. Aber schön, je größer die Welt, desto besser. Und desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich hier total verfransen werde. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir müssen weiter nach... Ah, wir sind gleich da. Eieieiei. Das sieht ja auch wieder gefährlich aus hier. So, schieben. Aber nicht so weit schieben. Ich möchte vorher nochmal hier oben gucken. Da komme ich nicht hin. Okay. Hier bräuchte ich doch den nicht. Ein Speicherpunkt. Sehr schön. Können wir hier eigentlich auch... Ja, hier können wir auch unsere Fähigkeitenpunkte vergeben. Sehr schön. Und was gibt's hier? Wiedererwecken, neu formieren, das erstellen. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Luftsprint. Oh! Freunde. Ich kann sprinten. A, wusste ich das noch nicht. Und B, sollten wir nochmal was hier reinpumpen. Achso, und das war's auch schon hier. Kann ich ja fast nicht glauben. Achso, okay. Verstanden. Ich hätte den gar nicht hier rüber schieben sollen. Ich hätte den auf die andere Seite schieben sollen, damit ich da vorne den Berg hochkomme. Das ist natürlich... Ja. Aber ich muss den einmal rüberschieben, damit ich hinter ihn komme. So, und jetzt kommt... Aha. Jetzt kommen wir hier hoch. Da haben wir wieder eine... Während Ori dem Wald Licht und Hoffnung brachte... ...gaben andere nach und wurden von der Finsternis und Furcht umfangen. Hey. Ein Gumon aus den Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Ohne die Wasserader bleibt der Ginso-Baum verschlossen. Gut, dann müssen wir jetzt diesem kleinen... ...einen kleinen Krabbelfiechlein folgen. Da ist er.
aber hier hoch. Ja. Kann ich das nicht einsammeln? Oh, offenbar nicht. Okay. Oh, das kann ich tatsächlich nicht einsammeln hier. Eieieiei. Ach, Freunde. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Das war dämlich. Da bin ich wieder etwas voreilig gestürzt. Und hier müssen wir... Ach. Den hätte ich, glaube ich, noch nicht platt machen sollen, denn der hätte mir bestimmt da so eine Bombe raufgespuckt. Oh, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir eben auch waren. Komm ich hier hoch? Oh, eben da fast dran. Nee, okay, das geht nicht. Komm raus. Ja, okay. So, dann komm mal her. Spuck mal hier hin. So, sehr schön. Au, au. Oh Gott. Da leben ja noch welche von den kleinen Rackern. Ich dachte, ich hätte alle besiegt. Oh, fast wieder ein neuer Fertigkeitenpunkt. Jetzt hat er sich doch dahin hinter dieses Tor verkrümelt. Das gibt's ja wohl nicht. Au. Oh nein. Oh, ja, ist doch gut. Heieieiei. Freunde. So, da ist er wieder. Au. Gut. Ich muss definitiv etwas vorsichtiger zu Werke gehen hier. Sonst werden wir die Stelle noch sehr, sehr oft spielen. Müsst du die auch? Mach mal ein, Ori. Au. Au. Hier runter. Ja, genau. Das wollte ich machen. So, dann machen wir hier mal einen Save Point. Und jetzt sehen wir wieder diesen komischen langarmen Krabbelkumpel. So, schieß mal da. Jawohl. Au. Aber wir haben ja Gott sei Dank gespeichert. So, bitte nochmal einmal öffnen hier. Vielen Dank. Au, au.
okay, so funktionieren die nicht. Ich sehe das schon. So funktioniert das hier nicht. Der macht das auf. Das ist schon mal gut. Was wäre denn, wenn ich einfach... Au! Wer bist du denn? Ach, hier, Froschi. Zeig mal, wo Froschi Locken hat. Das gibt's ja wohl nicht. Hui. Das war knapp. Und ich habe 9 Fähigkeitenpunkte erhalten. Sehr schön. Das hat sich doch auf jeden Fall schon mal gelohnt. In der Nähe von Feinden kannst du keinen sehen. Na gut. Dann eben hier. Und dann wollen wir mal... Hier. Geistermagnet. Geisterflamme etwas verstärken. So, und mit einer verstärkten Geisterflamme und auf der Jagd nach dem komischen Krabbellangarm Hannes verabschiede ich mich von euch. Bis zur nächsten Folge Ori and the Blind Forest in der Definitive Edition. Hier auf Gerste-LP. Bis dahin.